Auf der richtigen Spur. Harry bringt Meghan Autofahren bei. Der Kuh-Undow im britischen Königshaus läuft. Nur noch 6 Wochen, dann läuten für Meghan Markle, 36, und ihren Verlobten Prinz Harry, 33, die Hochzeitsglocken in der St. George's Kapelle in Windsor. Bis dahin gibt es für die angehende Prinzessin aber noch viel zu erledigen und viel zu lernen. Denn nicht nur die Etikette bei Hof hat es in sich. Auch der britische Linksverkehr ist eine Herausforderung für die 36-Jährige. Wie gut, dass es Harry gibt. Er ist ihr persönlicher Fahrlehrer. Die ehemalige Suits-Darstellerin ist in den USA aufgewachsen und ist gewohnt, auf der rechten Seite der Fahrbahn zu fahren. Wer jemals in Großbritannien mit dem Auto unterwegs war, weiß, wie nervenaufreibend die ersten paar Mal im britischen Linksverkehr sein können. Erschwerend kommt hinzu, dass Meghan nicht nur auf der verkehrten Seite fahren, sondern sich auch von Automatik auf Schaltgetriebe umstellen muss. Laut Berichten der Damai steht Harry seiner hübschen Freundin aber bei und unterstützt sie am Lenkrad. Die Ballprinzessin soll schließlich auf alles vorbereitet sein, sicher ist sicher. Wenn es um die Sicherheit des neuen royalen Familienmitglieds geht, werden alle Register gezogen. Kürzlich bekam Meghan sogar ein Training der besonderen Art. Bei einem Fackelkidnapping durch eine britische Army-Einheit wurde ihr gezeigt, wie sie sich im Falle einer Entführung zu verhalten habe.